Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute mal mit Anna unterwegs, da wir eine tägliche Daily Quest haben. Tägliche Daily Quest, verdoppelt und gemoppelt. Und wir müssen vier Leute, beziehungsweise ich muss jetzt nur noch zwei machen, zwei treffen. Vier Leute mit dem Beil treffen. Und ja, wir hoffen einfach mal, lol, sind erstmal direkt Spuren, dass ich das auch hinkriege. Vier Leute mit, oder zumindest jetzt noch zwei zu treffen. Da hinten, ah, da laufen zwei, sehr schön. Ich darf nochmal neu anfangen, ich bin gestorben. Alles klar. Gut, den ersten mit dem eben so mit. Ah, warum dauert das so lange? Und da haben wir auch schon den ersten verteilt. Komm. Zwei Leute muss ich da bloß treffen mit dem scheiß Beil. Das einfach nur hasse. Ja, ist Klärchen. Jetzt haben wir ihn endlich. Alter, wie mich das... ist so schlimm. Mit Anna spiele ich hier allgemein nicht so gerne. Okay, aber trotzdem. Was trinken schon? Ach, sie ist go big, Alter. Alles klar. Ja, ist... ja, nee. Hatte der gerade noch einen Strike über gehabt oder warum hat er auf einmal aufgehört zu wurden? Das wäre die Krönung jetzt gewesen. Auf jeden Fall bitte ich auf jeden Fall schon mal Entschuldigung dafür, dass Robin, der mir seelischen Beistand leistet, im Hintergrund ein bisschen Krach macht. Yeah. Mein Stuhl quietscht. Ja, merkt schon. Müsst ihr mal einen neuen zulegen. Recht unbequemer Stuhl. Na, dann hast du recht. Hier waren die Raben gerade erst weg gewesen. Und wie hier hinten. Ach du heilige Scheiße, da juckt man sich einmal die Nase, Alter. Dann kommt die Fähigkeit check. So. Sind ein Haufen Spuren immer. Aber man weiß nie wirklich. Ah, da hinten läuft Bill. Ist zwar gerade ein Gem rechts von mir fertig geworden. Die Schränke, die sind so fancy, die glitzern so schön. Fenton ist ja auch direkt. Boom, erster Hit mit. Ach komm. Zack. Somit haben wir dann auf jeden Fall unsere Daily schon mal fertig. Nicht so doll wiggeln, sonst kann ich dich nicht aufhängen. Und du wolltest doch so gerne auffangen. Ne? Verkacken jeden zweiten Skillcheck oder was? Oder bloß aus Angst oder was? Ah, da, ich glaube, das war Jack Park. Ja, ist er. Der auch so ein bisschen nach hinten. Gut, Let's Darks ist raus. Wenn er jetzt auf Krampf sein Mate retten wird. Oh Gott, ich hätte das so gefeiert.
Blutrausch Nummer 1. Zack. Quenten. Nein. So, zack. Hey, du willst wohl nochmal an den Haken, ne? Wo ist denn eigentlich... Ja, ich kämpfe ja gegen den Geist. Auch wieder mit blauen Augen? Ne, keine Ahnung, ich habe noch nicht ins Gesicht geguckt. Nee, nee, er hat weiße. Schade. Eigentlich sau schade. Die Hexe ist ja auch schon überall. Ich komme gar nicht so voll, dass die schon so lange geht. Alles klar, mir wurde gerade nicht angezeigt, wo der Gen fertig war, nur wenn ich in eine andere Richtung geguckt habe, ungefähr die Richtung. Hier waren gerade Spuren. Nur ich weiß nicht. Komm mir immer verarscht vor. Komm mir so richtig verarscht vor. Alles klar, da kann ich zwischen Bäumen nicht durchlaufen. Was kommt denn da alle dazu? Ah, hier arbeitet jemand oben am Gen. Ja, geh da rein. Oder komm halt raus. Habe ich auch kein Problem mit. Oh, hatten wir gerade übelst Glück gehabt. Da war eine Palette und ich bin einfach durchgegangen. Glück gehabt. Kurz nach hinten gucken, kontrollieren, ob da wer war oder nicht. Boah, der ist schon relativ weit. Der wurde erstmal direkt abgehangen. Ich hab einen Camper. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen Tunneln, aber... Oh, ich schon kurz vor Sekunden rein. Keine Ahnung. Alter, ich hab's. Oh Gott, ich konnte mich genau durch den Fluchtversuch befreien. Mit dem letzten Fluchtversuch, bevor ich kämpfen musste. Okay. Das nenne ich immer so. Ist doch gut, oder? Ich hasse Camper. Ja, ja, Camper sind das Schlimmste. Alles klar, da ragen einfach mal die Baumstämme durch. Ah, da oben arbeitet schon wieder jemand. Aber wir müssen noch einen Gen machen, das ist gut. Das ist gut. Da komme ich wieder vielleicht noch. Schon, ne? Bats. Nehmen wir Bill direkt mit. Den anderen retten sie wohl gar nicht mehr. Er bleibt jetzt wirklich... Wort wirklich hängen gelassen. Nein. Hast du Glück, Wenden? Was? Jetzt haben wir einen Hammer. Aber wir lassen ihn laufen. Wie beim Gen erstmal. Dass der zurückgesetzt wird. Ja, den einen haben sie wirklich krepieren lassen. Krass einfach nur.
Zack. Er hat mich echt verloren, Mann. Ich hab den nur betäubt und bin in die Ecke gerannt. Zack. Hier ist die Luke. Bin alle entkommen. Sehr schön. Oh, hier ist noch. Heilig, Mann. Wir sind so. Ah, ne, die hat einen Führer. Ja, bestimmt da. So, an den vordersten hängen wir nicht. Wir hängen an die Seite. Und der nächste tot. Wir laden erstmal unsere Äxte wieder auf. Du hast aus dem Stoß offen. Ich muss nur rausrennen. Ja, ich muss bloß noch zwei Überlebende finden. Und sie töten. Oh ja. Die Deli geschafft, Alter. Hast du es geschafft? Sehr schön. Ja. Der Gym ist leider angefangen. Hätten wir gegen. Punkte. Ja. Waren auf jeden Fall Rennspuren. Oder Laufspuren. Ach, wie man es auch immer nennen will. Wenden. Boom! Ins Gesicht! Dem guten Boy! Ja! Hat er nicht. Die Mystery Boxen sollen neue Geschenke haben, also soll noch was Neues rauskommen. Cool. Okay, der wird immer noch zurückgesetzt. Das Firecracker, also diese. Diese, ja, die Böller, die chinesischen Böller. Sind die auch wieder mit drin? Da. Geil. Kann nur in diesen Mystery-Kisten drin werden. Komm, Bill. Bill hat einfach mal einen Raben über sich. Ist ja mal richtig hammer. Zack. Gut, ich würde sagen, Bill bringen wir einfach runter in den Keller, laden dort unsere Äxte dann auf und holen uns nochmal den guten Boy. Glaub, Bill schützt das. Oh, gut, dass ich weiß, wo die Hatch ist. Richtig nice. Die Hatch ist hier. Aber er macht den Gen fertig. Okay. Aber wieder diese Baumkombi und so. Oh. Ich spiele mal eine Runde als Geisterfratz. Ist jetzt die Frage, wo er langt. Ja, er ist hier. Der gute Boy ist hier lang. Mal gucken. Laufen wir mal ein Stück hier lang. Lol. Blutspur, Blutspur, Blutspur. Da vorne ist er. Zack. Sehr schön. Zack, komm. Kriegen wir. Er hat aufgehört zu wiggeln. Wahrscheinlich kam sein Strike in dem Moment. Oh, Artillerie, wumm. Ich habe jemanden in meinem Team, der hat eine Taschenlampe dabei und hat 1460 Spielstunden. 1460 Spielstunden, das ist ja schon ganz schön.
Mann, ich hab überhaupt keinen Bock auf den. Aber es ist nicht gut. Jaja, muss nicht heißen, dass er gut ist. Kannst du denn das einfach instant stirbt? Jaja. Dann muss ich den mit Gas oder mit Taschenlampe. So. Fühl ich mich dezent gemobbt. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Bewertung und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead by Daylight. Haut rein, bis dann. Tschüss.